Wir sind wach und wir haben richtig geiles Sommerwetter und wir werden hier von diesen kleinen Fliegen belästigt. Die stören uns. Die sind die ganze Zeit auf unser Kopf raufgefallen und raufgeflogen und sowas. Und das ist jetzt gerade schon wieder so schön warm wie in Hochsommer ungefähr. So, Frühstück wird angebraten. Und zwar Essen von gestern. Das ist unser Frühstück für heute. Weil das ist dann voll cool Frühstück. Wir haben gerade gefrühstückt und der D3 scheppert wieder vernünftig. So, als ich mein Fummel schon wieder ausgezogen habe. Und das hier, das ist ein portugiesischer Fluss. Und das hier, das ist ein richtig fettiger portugiesischer Krebs. Der ist richtig fett und der sieht richtig portugiesisch aus. Guck mal, hier vorne sind noch mehr diese portugiesische Krebse oder Humor oder was das sein soll. Die sind richtig fettig und sowas. Ich habe im portugiesischen Fluss Blubberblasen gemacht. Und das ist ein ziemlich kalter Fluss, weil das Wasser bewegt sich. Und hier sind ganz viele dieser Fische und sowas. Genau, das sind portugiesische Fische. Mein Koffein ist fertig. Warte, guck mal, wir haben diese Temperatur hier. Das ist Portugal-Wetter. So muss das sein. So gehört sich das. Das ist richtig geil. So ein Wetter hätte ich gerne in Deutschland. Perfektes D3-Schepperungswetter. Ich mag das. Guck mal, hier vorne sind portugiesische Bäume. Diese portugiesische Bäume, die sind hier so abgeholzt und sowas. Als ob die Vorhaut verlieren. Hier sind noch mehr von diesen portugiesischen Bäumen. Die sehen alle so aus, als ob die ihre Vorhaut gerade verlieren. Und die Luft ist richtig geil. Obwohl das so eine wunderschöne Temperaturen sind, so eine richtige voll cool D3-Schepperungstemperaturen, ist die Luft überhaupt nicht schwül oder so. Sondern total angenehm. Und guck mal, das hier, das ist Jakobsweg. Mit dieser Jakobsmuschel. Der führt hier direkt durch. So, wir haben hier einen Kiosk gefunden und hier kostet ein Bier 1 Euro. Jetzt haben wir gekühltes Bier und darauf werde ich erstmal ein Bier trinken. Geprost! Ich glaube, das ist dasselbe Bier, was ich gestern geholt habe. Ich muss sagen, das kann man gut trinken. Die uns beim Kiosk gerade bedient haben, die können kein Wort Englisch oder so. Und mein Englisch ist auch scheiße. Deswegen musste man sich mit Händen und Füßen verständigen. Und hier wachsen überall hier diese komischen Palmen rum. Guck mal ab. Scheiße, wir haben nur noch zweieinhalb Stunden Zeit, bis wir zu dieser Supermarkt bei diesem Biergeschäft ankommen müssen. Und wir haben noch fast 10 Kilometer zu laufen. Oh scheiße, Google hat uns in die falsche Richtung geführt. Und wir sind hier in so ein Feld, Gewächshaus oder so gelandet. Und wir kommen hier irgendwie nicht weiter. Herr Goldmann guckt da ganz hinten, ob da irgendwie ein Weg ist. Aber falls nicht, dann ist das richtig beschissen. Also werden wir da nicht weiterkommen. Weil dann werden wir den Supermarkt nicht pünktlich erreichen. Wir haben uns das jetzt anders überlegt. Und zwar, wir laufen jetzt schon wieder zum portugiesischen Kiosk zurück, um dort ein paar Bier zu kaufen und ein bisschen Fleisch. Weil wir haben keinen Bock zu hetzen. Und das wird zeitlich nicht passen. Und genau jetzt laufen wir zurück zum Kiosk mit der Hoffnung, dass der immer noch offen hat und noch ein bisschen Nachschub zu holen, weil ich ein Gehirnabszess bin. So, wir sind wieder zurück beim portugiesischen Kiosk und wir haben gerade eingekauft. Und guck mal, wir haben hier Bier gekauft und noch mehr Sachen. Und das hier, weil das da drin irgendwie dunkel ist, habe ich nicht so richtig gesehen, was das hier ist. Und ich dachte die ganze Zeit, das wäre Hähnchengeschnetzeltes, weil hier ein Hühnerkopf vorhanden ist. Aber das sind Garnelen. Das heißt, wir werden heute Garnelen mit Champignons, also Champignons habe ich ja gestern gekauft, und Paprika und Zwiebel. Das werden wir später fressen. Also mit Nudeln. Guck mal hier. Das sieht nach Fluss aus, nach diesem Fluss, wo wir hinlaufen, um dort zu pennen. So ähnlich wie in der letzten Nacht, bloß an einer anderen Stelle. So, der Herr Goldmann möchte ein kleines Feuer hier machen. Ja. Direkt am Fluss. So, jetzt brennt Feuer. Das ist Dave Goldmans Feuer. So sieht das aus und nicht anders. Genau so sieht Dave Feuer, Goldmans Feuer mir, aus. Bruder. Und so chillen wir jetzt gerade. Die Sonne strahlt auf unseren Kopf. Das ist richtig geil. Und wir haben hier gepennt.
Herr Goldmann war gerade da drüben im Fluss drin. Und ich werde jetzt erstmal Fräsen machen. Jetzt werden hier diese Garnelen drauf gemacht. Und Zwiebel und Champignons und Paprika. Guck mal, diese ganzen portugiesischen Fliegen, die fressen unsere zweite Portion auf. Das heißt, dieser Fressen, der muss schneller fertig werden, damit nicht zu viele Fliegen das hier fressen. Und die sind hier auch drauf. So, Fressenportion 1 ist fertig. Das wird jetzt gefressen. Das ist portugiesisches Fressen. Geht so schnell! So, die Sachen sind gepackt und bei uns mangelt es an Wasser. Das heißt, wir laufen jetzt zu irgendeinem Einkaufsladen, um dort Wasser zu holen. Das hier, das ist portugiesische Komposthaufen. Hier wurden Palmen und andere Pflanzen hingestellt. So, wir sind in dieser Ortschaft angekommen, wo wir gestern waren. Und wir finden immer noch keinen Mülleimer, obwohl wir schon tief in der Ortschaft drin sind. Hier ist ja weit und breit wirklich kein Mülleimer. Richtig widerlich. Also wir sind ganz tief hier in diese Ortschaft reingelaufen und wir haben endlich Mülleimer gefunden. Das sind portugiesische Mülleimer, das geht da ganz tief rein. Und jetzt sind wir auf der Suche nach Wasser. Guck mal, wir sind ja an dieser Tankstelle und da haben wir gerade unsere ganzen Wasserflaschen aufgefüllt. Und in der entgegengesetzten Straßenseite, da war so eine portugiesische Bank gewesen, da habe ich ein bisschen Geld runtergeladen. Ich habe keine Ahnung, wie viel Gebühren das kostet oder ob es überhaupt Gebühren kostet. Aber ich habe da Geld runtergeladen, damit ich ein bisschen Bargeld habe. Guck mal, da ganz hinten, das sind portugiesische Berge. Und wir laufen in diese Richtung hin. Und wir laufen jetzt erstmal zur Richtung Fluss, also oder diese Richtung, wo die Berge sind. Und dann pennen wir heute schon wieder irgendwo. Ihr habt ja vorhin gesehen, wie ich meine Bierflasche in den Mülleimer reingeworfen habe. In diesen tiefen Mülleimer. Und guck mal hier. Das hier da vorne, das ist ein Müllabfuhr. Und der macht diesen ganzen Müll von da unten rein. Der hat hier so eine Gabel und sowas, damit das gemacht wird. Und hier... Und hier ist eine Ratte. Ich hole es. Der Herr Goldmann hat den Rat geholt. Das ist richtig geil, das ist amüsant, so einen portugiesischen Müllabfuhrwagen anzugucken. Portugal ist immer für eine Überraschung gut. Komm, jetzt die ganzen Hunde hier vorne, die waren alle gefangen. Also Portugal ist ein schönes Land, aber nicht für sowas. Und das ist echt verdammt scheiße. Ich bin ein ziemlicher Tierfreund und das macht keinen Spaß. Wir holen alle zusammen hier. Das gehört sich so nicht. Das muss weg. Das muss richtig weg. Guck mal, hier vorne sind Hundefiguren. Und wir haben ganz viele Hunde gesehen, die eingesperrt sind. Und das ist überhaupt nicht gut. Und hier sind überall bellende Hunde. Links abbiegen auf Rua do Caminho de Santiago.